Zwei Nerds, eine Couch, eine Kamera. Zwei Nerds und ihre Couch kämpfen gemeinsam gegen das Unwissenheit. Gegen News, Informationslücken. Ach so. Superhelden-News. Marvel ist ja momentan in seiner zweiten Phase von Filmen. Sie haben ihre Filme in so Phasen eingeteilt. Dazu gehören Iron Man 3, Captain America 2, Thor 2, Guardians of the Galaxy und natürlich Avengers 2. Zu Phase 3 war bisher nur sehr wenig bekannt, bis auf die Tatsache, dass Ant-Man sie im Juli nächsten Jahres einleiten und Avengers 3 sie dann wieder ausleiten wird, also sie beenden wird. Ausgelitten. Jetzt wurden aber weitere Infos geleakt nach dem Erfolg von Thor 2 und den bisher positiven Stimmen zu Captain America 2 soll es auch dritte Teile von diesen Filmen geben. Das hatten wir ja schon mal berichtet und das wurde jetzt nochmal bestätigt. Vor kurzem hieß es auch, dass Marvel von Guardians of the Galaxy so begeistert sei, dass ein zweiter Film bereits feststeht und zwar für 2016, parallel zum Release von Superman vs. Batman. Das ist ja scheiße, da muss ich mich ja entscheiden. Ich bin Batman. Rangehe. Ich bin Robin. Dem Leak zufolge ist die Info aber falsch. Guardians of the Galaxy soll ein einzelner Film bleiben und kein Sequel bekommen. Stattdessen soll ein neuer Superheld dazukommen, und zwar Dr. Strange. Wer den nicht kennt, der beschützt die Welt vor mystischen und magischen Superschurken. Und er hat außerdem auch selber magische Kräfte. Ui! Avada Kedavra. Nee, das ist falscher Film. Wingardium Leviosa. Falscher Film. Ja. Aber fast. Aber war trotzdem witzig. Bisschen. Interessant ist auch, dass Iron Man, der ja den neuen Erfolg der Marvel Studios eingeleitet hat, keinen neuen Film in der dritten Phase bekommen wird. Das liegt vermutlich daran, dass Robert Downey Jr. keinen Bock mehr hat, die Rolle zu spielen, allerdings schon für den dritten Avengers-Film unterschrieben hat. Wahrscheinlich werden sie also warten, bis der fertig ist, bevor sie die Marke einfach mit dem neuen Schauspieler rebooten. Der Black Widow-Film, von dem der Marvel-Chef letzte Woche noch gesprochen hat, wird nicht Teil von Phase 3 sein, laut dem Leak. Aber das könnte sich noch ändern. Das gleiche gilt auch für einen neuen Hulk-Solo-Film mit Mark Ruffalo und auch ob Quicksilver und Scarlet Witch außerhalb der Avengers-Filme nochmal zu sehen sein werden, wird sich erst zeigen. Wahrscheinlicher ist da angeblich ein Film über den Black Panther, ein schwarzer Superheld, der agil und extrem stark und ziemlich flexibel ist, so wie eben so eine bengalische Großkatze halt mit schwarzem Fell, die zur Familie der Leoparden gehört. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Früher gab es auch mal Gerüchte um einen Nick Fury Solo-Film. Mit Lawrence Fishburne. Das wird aber immer unwahrscheinlicher und außerdem möchte Marvel lieber seine ein bisschen unbekannteren Marken auch mal pushen und vielleicht einen Film draus machen. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Zum Beispiel Cable, Inhumans, Iron Fist, Nighthawk, Vision, Kazar, Luke Cage, Dazzler, Powerpack und Miss Marvel, Marvel und noch zig andere. Das ist echt eine Menge. Mal gucken, was da rauskommt. Wahrscheinlich lernen wir die dann alle kennen. Denn es ist noch gar nicht klar, was nach Phase 3 von Marvel passieren wird. Also Marvel wird auf jeden Fall weiter Filme machen. Die Verträge der Schauspieler laufen allerdings danach aus. Also unten. Das ist eine Riesensauerei. Mal gucken, was passiert. Auf welchen Marvel-Film freut ihr euch am meisten? Und was erwartet ihr von Phase 3? Schreibt es in die Kommentare. Die PlayStation beherrscht ja momentan alles. Im Januar wurden in den USA doppelt so viele PS4s verkauft als Xbox Ones. Und das, obwohl sie eigentlich in den meisten Orten noch ausverkauft ist. Die erfolgreichste Softwarefirma ist währenddessen EA Games. Challenge everything. Mit den Spielen Battlefield 4, Madden NFL 25 und FIFA 14. Ey, warte, aber das sind doch FIFA 14 und NFL sind doch eigentlich EA Sports Spiele. EA Sports Cinegame. Die meisten Spiele werden also für die PlayStation 4 verkauft und EA macht die meisten Spiele, die für die PlayStation 4 verkauft werden. Deswegen machen sich Zyniker jetzt über Titanfall lustig. Das kommt nämlich von EA, ist aber exklusiv für die Xbox, kommt also nicht auf der momentan erfolgreichsten Plattform. Und einige Experten sagen dazu, Titanfall hätte das Potenzial gehabt, die größte Marke der neuen Generation zu sein. Dadurch, dass es aber exklusiv für die Xbox kommt, hat sich EA selber ins Knie geschossen. Und zwar mit so einer riesigen, großen Titan-Kanone. Das ganze Knie ist jetzt einfach weg. Ja, die ganze Straße ist weg. Ja. Sony will mit dem für die PS4 exklusiven Infamous Second Son dagegenhalten. Beide Spiele erscheinen im März und damit beginnt dann tatsächlich der Kampf der Giganten, der Konsolen und die Ära der Next-Gen-Titel. Fuck yeah. Wie steht ihr zur aktuellen Lage im Konsolenkrieg? Habt ihr euch entschieden? Habt ihr eure Meinung geändert? Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten? In Hollywood ist ja bekanntlich nichts heilig und alles kriegt ein Reboot.
Und dazu gehört jetzt auch eine sehr bekannte Fernsehserie, nämlich Knight Rider. Für die, die gerade erst zugeschaltet haben, das war die Melodie, die ich am Anfang schon mal gemacht habe. Und zwar war das von Knight Rider. Die, die in den 80ern und 90ern nicht groß geworden sind, die könnten das eventuell nicht kennen. Die berühmte Serie mit dem sprechenden, intelligenten Auto Kit und seinem Fahrer Michael Knight, deswegen heißt es Knight Rider, gespielt von David Hasselhoff, kriegt jetzt ein Reboot als modernen Film. Es gab 2008 schon mal eins. Als Serie? Ja, als Serie, genau. Aber die war so schlecht, dass sie sofort wieder abgesetzt wurde. Yay, nicht. Bäh. Als Hauptdarsteller sind momentan Chris Pratt und Danny McBride im Gespräch. Das sind ja beides mehr so die Comedians und nicht die Action-Schauspieler. Chris Pratt aber ist momentan der neue krasse Star in Hollywood mit seinem Auftreten in dem Lego-Film mit der Hauptrolle in Guardians of the Galaxy und auch noch Jurassic World. Der wäre Knight Rider ja nochmal ein richtig großes Franchise, das er dann zu seiner Franchise-Sammlung hinzufügen kann. Ohne Friend. Der sammelt Franchises, so wie andere Leute Pokémon-Karten. Habt ihr Bock auf so einen Knight Rider-Film? Let us know in the comment section below. Amazon will wissen, worauf ihr so steht. Wie letztes Jahr gibt es auch wieder eine Handvoll Pilot-Episoden und ihr könnt wählen, welcher dieser Shows dann zu einer vollständigen Serie wird, indem ihr sie anguckt und dann sagt, das war geil. Oder Scheiße. Wie Netflix und Hulu ist jetzt auch Amazon dabei, eigenen Content zu produzieren. Und diesmal gibt's 5 Shows zur Auswahl. Eine davon ist Mozart in the Jungle. Da geht es um das Leben eines Dirigenten und um Konzerte und Sex und Drogen und Rock'n'Roll. Bam! The Rebels, eine Komödie über eine Frau, die ein professionelles Footballteam leiten soll, aber überhaupt keine Ahnung davon hat. Also originell und lustig. The After, eine Show über eine postapokalyptische Welt mit Infizierten, also wahrscheinlich Zombies. Das gab's ja noch nie. Nee. Dann gibt es noch Bosch, ein Detektiv-Krimi-Drama mit so einem Detektiv-Krimi-Drama-Cop in der Hauptrolle. Krass. Und Bohrmaschinen wahrscheinlich. Lustig, der Robin. Und Transparent, eine Comedy-Serie über eine Familie in Los Angeles und deren Probleme. Und die soll auch wirklich gut sein und wahrscheinlich auch die beste von den 5, sagen zumindest Kritiker. Die Pilotfolgen könnt ihr euch alle kostenlos bei Amazon angucken. Also wer Bock hat, mit abzustimmen und so, der kann da gucken. Link in der Beschreibung. Und zum Schluss wollen wir euch noch was ganz Neues zeigen. Nee, nicht Dominik, sondern was anderes, aber toll, dass du da bist. Und zwar sehen wir in letzter Zeit immer wieder Kommentare, wo Leute fragen, ey, wer ist das eigentlich und haben die auch eigene Kanäle? Ist richtig. Und manche von uns haben eben bekanntere Kanäle. Floyd. Richtig. Und manche von uns kennt ihr nur von Texcalibur. Bei uns hat aber jeder auch seinen eigenen Kanal. Martis Kanal heißt The Clavinova, da macht er Quatsch, Musik und Stimmimitation. Und ja, das ist der Typ von der berühmten Chabos wissen, wer der Babo ist Parodie. Echt, das ist der? Ja, das haben nämlich Leute in der Kommentare gefragt. So, ist das der von der? Ja, das ist er. Robins Kanal heißt Rob Bubble, da macht er jeden Mittwoch Sketche, Comedy und Vlogs. Die sind ziemlich lustig, also schaut auf jeden Fall mal da rein. Oh yeah. Und das da ist der Dominik und sein Kanal heißt Mappa Mundi, was so viel heißt wie Weltkarte. Oh, wieder was gelernt. Mhm. Und dort gibt es Videos, von denen man nicht immer ganz das erwartet, was man von ihnen erwartet. So eine Art Wundertüte. Ja, ein Überraschungsei. In der Videobeschreibung sind die Links zu all diesen Kanälen. Also wenn ihr wissen wollt, was wir außerhalb von Was geht ab und Texcalibur eigentlich sonst noch so machen, dann klickt sie euch mal an. Vielleicht ist ja was dabei, was euch interessiert. Und jetzt zur Gitarre! Texcalibur, yeah, yeah, Texcalibur. Ist so schön rot. Wir sind zwei Nerds und sitzen drauf. Gleich gibt es Abendbrot. Und Bier, ja, da kommt Freude auf. Da sind zwei Videos und rechts könnt ihr abonnieren. Das ist uns wichtig, wir würden euch nicht gern verlieren. Texcalibur, yeah, yeah. Texcalibur. Drückt den Abo-Knopf, wir wollen euch nicht verlieren. Mit dem Abo-Knopf kann uns das nicht passieren.